doch, wie lange existiert der jetzt schon? Ja, der ist jetzt 15 Jahre alt. Und du bist seit Anfang an dabei? Ja, nicht seit Anfang an dabei, ich bin jetzt 6 Jahre wieder verschuldet. Ah ja, und Mitglieder? Mitglieder sagen wir 20. Also 20 Männer. Was heißt 20 Männer? 10 Männer, 10 Frauen, das hält sich so in der Waage. Ansonsten, wir waren schon mehr, aber kleiner Club. Der immer noch da ist. Ja, kannst du mir so erzählen, was der Club dann so macht und das Jahr gesehen hat? Ja gut, ab und zu fahren wir auf andere Treffen. Aber wie gesagt, bei uns ist halt so, mal hast du Zeit, mal hast du keine Zeit. Aber sonst, man hilft sich ein bisschen, man macht mal eine Grillparty, man säuft mal ein miteinander, man fährt mal da ein und da ein. Ja, mehr macht man nicht. So wie es sein soll. Ohne Zwang und ohne Rumeier. Okay, noch ein paar Worte zu dem Festival. Vielleicht, woher kommen die Leute und was wird noch alles gemacht? Ja, die Leute, die kommen eigentlich, siehst du ja selber, die kommen eigentlich aus dem ganzen Teil von Bayern. Auch aus Franken kommen sie. Teilweise kommen sie aus Österreich und aus der Schweiz. Ja, mei, großartig wird nichts gemacht. Wir labern alle ein bisschen rum und freuen uns, dass wir uns alle 3 Monate mal sehen. Und das ist es. Mehr braucht man nicht. Alles klar. Vielleicht noch so dein Wort zum Feeling. Was ist das Besondere an so einem Autos und an den Bikes? Ja, gut, das Besondere an so einem Auto ist eigentlich, das ist ein V8, das ist das Motorengeräusch, das ist das Cruisen, das schöne langsame Dahinfahren und ja, überhaupt das amerikanische Flair so macht. Das ist, wenn du eine Honda fährst oder so, das ist nichts. Und einmal mit dem Arsch anstehen auf einer Harley gehockt, wenn du die zwei, ich sag mal so, die zwei Zylinder unter der Eier spürst, das richtig blubbert, das ist das Geile daran. Cool, okay, alles klar, danke dir. Okay, bitte. Ja. Wally, wie heißen wir noch? Bossen. Bitte? Bossen. Bossen, das scheint ganz auf. Und du bist einfach ein Vorstand von Club? Ich bin der Vorstand. Du bist der Vorstand, oder? You can never leave this old highway.
nicht kann machen, das Luft stehen. Odyssey ja. Das kann ich auch. Ja, schmeckt's? Ja, sowieso. Ja. Lächeln. Lächeln mal. Nein. Es freut uns immer ganz besonders, wenn wir so ein schönes Auto auf dem Platz haben. Der Pokal ist das beste Fahrzeug Baujahr 52. Danke euch. Merci. Tschüss. Super. Merci. Merci. Scheinbar funktioniert noch alles. Das nächste Fahrzeug, was wir als Hotrod prämieren, ist nicht mehr so ganz original. Deswegen ist es auch ein Hotrod. Ich finde es schön, dass du da warst. Ich hoffe, dass wir uns nicht servieren sehen. Schade, wir sind da. Ja gut, wir versuchen, dass wir mal wieder eins machen. Besten Dank für die Fahrzeuge von unserem Treffen. Ja. Das nächste Fahrzeug, was für unseren Pokal gibt, ich gebe es ganz ehrlich zu, ist eines von meinen Lieblingsautos. Soweit ich weiß, ist das ein 64er Ford T-Bird oder auch Thunderbird voll ausgesprochen. Das war auch, soviel ich weiß, eines von den ersten Fahrzeugen in Amerika, die eine selbsttragende Karosserie gehabt haben. So, danke schön. Ja, bitte, danke. Gut. Und einen Applaus brauchen wir auch. Also. So, jetzt bin ich noch mal kurz dran, bevor wir es ganz vergessen. Wer also über Nacht bleibt, der möchte sich doch bitte bei uns hier am Infostand melden, weil es gibt morgen früh ein Frühstück. Das zahlen wir. Ich vergeben wir einen Pokal fürs Auto, der hat zwar schöne Filmgrafen, so eine schöne Kapitel für einen schwierigen Boden oder Auto. Und dann haben wir an den Besitzer der Frage, wie bringt man so eine schöne Nummer? Ja, das ist Zufall. Startnummer ab, das ist ein Chevrolet Caprice Classic und war nach der Meinung von unserer Jury das schönste Auto der Baujahre 80 bis 89 auf dem Platz. Da muss ich jetzt ganz kurz anmerken, wenn wir zu ihm gerade hintergegangen sind und gesagt, dass er einen Pokal gekriegt hat, damit er zuerst ganz komisch angeschaut und nach einer versteckten Kamera gesucht oder so. Das Fahrzeug, was wir jetzt da haben, da muss ich den Besitzer selber fragen. Ist vielleicht ein wenig eine blöde Frage, aber siehst du, das ist jetzt mehr als Spaßmobil, PKW oder einfach als Lastwagen? Einfach als Hobby. Ja, aber ich habe selber mit dem Besitzer heute Nachmittag ein bisschen gesprochen, der hat eine Unmenge an Arbeit in das Auto reingesteckt. Und das Ergebnis, was dabei rauskommen wird, ist mit Sicherheit besser, als wenn die damals das Werk verlassen haben. Ja, also, wir danken dir für deinen Besuch. Wir hoffen, dass wir uns vielleicht mal öfter sehen. Oder auf alle Fälle. Auf alle Fälle, nächstes Jahr. Ja, der Boss gibt ja den. Dankeschön. Okay, merci, gell? Das ist super. Ich spreche ja noch mal. Danke. Das ist
nächste Fahrzeug mit der Startnummer 16 ist ein wunderschönes Oldsmobile Delta 88 Cabrio, Baujahr 54. Und aus dem Grund kriegt er von uns auch einen Pokal für das schönste Auto auf dem Platz der Baujahre 50 bis 59. Ich darf den Besitzer bitten, auch auszusteigen. Das ist jetzt Baujahr 72, Ford Mustang Mark 1. Bekommt von uns Pokal Best 70s. Steig aus, fauler Hund. Hättest du deine Frau aussteigen lassen, aber nichts. Das Fahrzeug, was jetzt da kommt, kriegt den Pokal für den besten Motorraum und ich darf den Fahrer darum bitten, dass er kaum aufmacht. Wenn da eine oder andere auch die Gelegenheit ausgeben kann, dann wäre es auch wirklich, dass er alle anderen zusammen. Danke, dass du wieder mal da warst. Du warst ja schon öfter da. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele von uns hast, aber das macht dich immer wieder bewährt. Und ich hoffe, dass wir uns wieder mal sehen. Alles klar? Okay. Jawohl. Okay, also ciao. Ich muss nach Hause gehen. Jawohl. Passt, glaube ich, oder?
wunderbares Fahrzeug und mir selber gefällt am allermeisten, wenn ihnen so ein schöner Ford umbauen, nicht ein Chevy-Motor, weil er billiger ist, reinkommt, sondern auch originale Ford-Maschinen, die sind nämlich auch nicht schlecht. Das ist also meine persönliche Meinung, aber ich glaube, da liege ich mir nicht verkehrt. Ja. Kriegst du von unserem Junior-Vorstand? Nimm die Hand aus der Tasche! Ich habe den schönen Kapitel in Bregenz. Der Fahrer von den Fahrzeugen würde schön sein, wenn sein Fahrzeug ist er alle. Dann kriegt er den Pokal schwer einfach so. Wir freuen uns eigentlich auch, dass wir diese Entfernung ja, überwunden haben, dass sie zu uns gekommen sind. Ja. Jetzt habe ich gerade erfahren, dass wir noch ein paar Leute so ein kleines Umsicht machen wollen. Wer gerne Lust hat, mitzumachen, wir fahren also gleich los und treffen uns dann alle wieder hinterher. Jetzt habe ich die Scheiben gedrückt, habe ich, Bundesstraßen, nein, da sind wir alle raus. Überholen kann man so fahren, kommt man vorbei. Rechts geht er jetzt gar nicht. Ich fahre irgendwann einmal wieder rechts hier und dann lassen wir euch alle vorbei. Das ist ja, ja scheiße ist das jetzt. Ich tue ein bisschen Birne. Thank you.
Schon wieder? Ach geh. Ja, da vorne sind aber die anderen, die haben auch gut. Ja, schaut schlecht aus. Dass ich ihn wieder vergeben. Hast du Hype oder? Eigentlich schon, ja. Vorausgesetzt, wird überhaupt was. Ja, jetzt, wo ihr drauf seid, wäre es noch teuer. Waiting, open up your door, leave me home.
Lead me home.